Okay, also ich habe jetzt bei einigen Leuten gesehen, die diese Zustandsfolgetabelle da aufgestellt haben und dann da was reininterpretiert haben. Ich versuche es mal zu skizzieren, wie das geht. Also der Schritt, das, was man braucht am Ende des Tages, ist ein Zusammenhang zwischen SI, dann dem C1 und dem C0. Und wenn ich das habe, dann kann ich daraus ableiten, wie C1 new und C0 new aussehen. Das hier, wenn das fertig ist, diese Tabelle hier, dann ist das die Zustandsfolgetabelle. Zustandsfolgetabelle. Dabei ist dann das hier der Eingang, das hier ist der aktuelle Zustand und das hier ist der Folgezustand, der sich einstellt. Und diese Tabelle, die kann man jetzt, da muss man gar nicht jetzt zeitlich den Ablauf der Zustände zu diesem Zeitpunkt rauskriegen, sondern hier kann ich jetzt einfach alles eintragen, was es da gibt. Das ist also eine reine Boolsche Funktion. Das ist die Zustandsfolgelogik, die hierdurch beschrieben wird. Und jetzt muss man hier reingucken und rauskriegen, was das denn sein könnte. Vielleicht ein Hilfskonstrukt dafür wäre jetzt hier so ein Zwischensignal. Das ist das L. Das können wir hier vielleicht mal hier am Rand nochmal dazu schreiben. Das L, weil es hier verwendet wird intern. Und L ist, ist C1 XOR C0. Und das kann ich hier einmal hinschreiben, wie dann die XOR-Funktion aussieht. Und jetzt kann man anfangen. Also C0 new ist C0 nicht. Also kann ich hier, das hängt gar nicht von C1 ab und SI, da kann ich jetzt einfach das C0, was hier links steht, invertieren. Das ist also 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und das C1 new hängt jetzt davon ab, wie SI aussieht. Wenn SI, das steht hier an dem Multiplexer hier, wenn das SI 0 ist, so wie es hier am oberen Teil ist, dann ist C1 new not L. Das ist also hier im oberen Teil dieser Wahrheitstabelle. Da wird C1 new not L, das kommt hier also eine 1, 0, 0, 1 hin. Und wenn das SI 1 ist, dann ist das einfach L. Also kommt hier eine 0, 1, 1, 0 hin. Das ist die Zustandsfolgetabelle von der Maschine. Mit dieser Zustandsfolgetabelle kann ich jetzt schon den Zustandsgraphen zeichnen, ohne dass jetzt die Ausgänge eingetragen sind. Aber weil das hier ein Mohr-Automat ist, kann ich, wenn ich den Zustand kenne, C0 und C1, dann weiß ich, wie die Ausgänge aussehen. Das kann man also dann jetzt sofort eine Tabelle hinschreiben oder man kann es auch eins nach dem anderen machen. Also ich fange jetzt mal an mit der Zustandsfolge als Graph und ich skizziere die Zustände mal so, wie sie hier kodiert sind. Also wenn ich hier einen Zustand 0,0 habe, so, das ist das hier, dann wird der Folgezustand 1,1, wenn hier an SI eine 0 anliegt. Also hier für eine 0 geht man dahin.
Dann als nächstes, wenn ich bei 0,1 bin, 0,1, bei einer 0 wird 0,0. Null hatten wir noch nicht, ist hier 1,0. Aus 1,0 wird eine 0,1, wenn man eine 0 hat. Und aus 1,1 wird eine 1,0, wenn hier eine 0 anliegt. So, und jetzt das Ganze noch für die Bedingung, dass das Eingangssignal SI1 ist. Dann steht hier aus einer 0,0 wird eine 0,1. Das ist also in diese Richtung. Aus einer 0,1 wird eine 1,0. So. Aus einer 1,0 wird eine 1,1, die Zeile. Und aus der 1,1 wird 0,0 aus der letzten Zeile. Wenn Sie so einen Graphen sehen, dann sieht das ja schon, also der bewegt sich jetzt einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung durch die Zustände. Was jetzt daraus wird, kann man anhand der Ausgangstabelle sehen. Die Ausgangstabelle benötigen wir, um aus den Zuständen C1 und C0 zu den Ausgängen zu kommen. Die Ausgänge sind Count 1O und Count 0O. Und das schreibe ich jetzt auch mal so wieder dazu. Das muss man jetzt hier oben gucken. Count 0O ist C0. Schreibe ich schon mal hier hin. Count 0O ist C0 und Count 1O war C0 XOR C1, ist also die XOR-Funktion. 1, 1, 0. Und mit der Tabelle hier kann ich jetzt hier oben die Ausgänge eintragen. Wenn hier also die C1 und C0 0,0 ist, dann kommt hier auch eine 0 und eine 0 raus. Wenn C1 und C0 0,1 sind, das ist an dieser Stelle, dann kommt hier eine 1,1 raus. Bei einer 1,0 kommt eine 1,0 raus. Und bei 1,1 kommt eine 0,1 raus. Die Legende von dem Teil ist jetzt, das hier ist der Name des Zustands und hier steht Count 1O und hier steht Count 0O. Und Bedingung ist SI von dem Graphen hier oben. Also, was macht jetzt diese Maschine, wenn man jetzt den Graphen interpretiert? Ja? Ja, bitte? Also, das, was ich jetzt eingezeichnet habe, hier oben, mache ich das mal. Okay, das kann man nicht sehen. Hier oben der Zustandsname, den habe ich so gewählt, das ist C1 und C0. Und das da unten, was unter dem Strich steht, das repräsentiert bei dem Moore-Automaten die Ausgänge. Die sind nicht so. Und bei Ihnen ist es jetzt so,
Woraus nehmen Sie das? Aus jeder Wahrheitstabelle. Aus der hier. Genau. Da ist ja die fünfte Zeile, ist ja S, S oder I ist 1 und dann C1 und C0 sind beide 0. Ja. Dann kommt raus 0, 1. Ja. Ist jetzt aber S oder I auch 0, kommt hinten raus 1, 1. Ja. Genau. Und jetzt sind hier da rechts in dieser. Also diese Zeile hier. Hören wir nochmal darauf, wie das jetzt zustande kommt. Diese Zeile hier, darauf haben Sie sich bezogen. Ja? Die Zeile hier besagt, wenn der Automat im Zustand 0,0 ist, das ist der Zustand hier oben, wenn, und der Eingang ist 1, dann ist der neue Zustand 0,1. Das ist dieser Pfeil hier. Von Zustand 0,0 wechsle ich nach Zustand 0,1. Wenn der Eingang I1 ist, das ist diese Zeile. Und dieser, also dieser Pfeil hier, der kommt aus dieser Zeile. Und das andere, was Sie erwähnt haben, ist das hier. Da steht, wenn ich in dem Zustand 0,0 bin und der Eingang ist 0, dann ist der Folgezustand 1,1. Und das ist dieser Pfeil hier. Aktueller Zustand ist 0,0. SI ist 0, Folgezustand ist 1,1. Also ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen bei diesem Automaten, was man irgendwie aufpassen muss, ist, was ist jetzt Zustand, was sind Ausgänge, ne? Das hier oben, ist nur der interne Zustand. Ich habe den Namen jetzt einfach so gewählt, dass man den internen Zustand gleich sehen kann. Und die Ausgangstabelle sagt einem dann, wenn ich in dem Zustand bin, also wenn hier C1 und C0 0,0 sind, dann sind auch die Ausgänge 0,0. Und ein Unterschied kommt dann, wenn es 1,1 ist, dann ist der Ausgang 0,1. Und diese Maschine hier, was die jetzt macht, ist, wenn ich mir nur die Ausgänge angucke und das hier gehört noch dazu hier, das hier ist der Startzustand, das kann man daran sehen, dass hier die Reset-Werte so an den Flipflops angeschlossen sind, dass bei einem Reset der Zustand 0,0 rauskommt. Wenn der Eingang 0 ist, dann wechselt der Ausgang von 0,0 nach 0,1, nach 1,0, nach 1,1, wieder nach 0,0, das ist ein Modulo-4-Zähler, der vorwärts zählt an den Ausgängen. Und wenn das der Eingang 1 ist, dann komme ich von 0,0 nach zu einer 1,1, zu einer 1,0, zu einer 0,1 und dann wieder zu 0,0. Und das ist ein Modulo 4 Rückwärtszähler. Also die ganze Maschine, alles zusammen, ist ein steuerbarer Vorwärts-Rückwärtszähler. Mit 0 zähle ich vorwärts und mit 1 zähle ich rückwärts. Und das ist jetzt hier ein bisschen ungewöhnlich, weil die Zustände, in denen man hier ist, man kann natürlich diesen Rückwärts-Vorwärtszähler auch direkt so bauen, dass die Ausgänge schon gleich aus den Flipflops rauskommen hier. Könnte man auch machen. Aber das ist hier in dem Beispiel nicht so gemacht, sondern hier ist jetzt nochmal eine Ausgangslogik, die internen Zustände nochmal so ummodelt, dass es dann zu einem Vorwärts-Rückwärtszähler wird. Das ist der Teil. Okay.